Jetzt laufe ich gerade durchs Bavaria Filmgelände, denn hier wird Marienhof gedreht und außerdem sitzt hier die Frau, die darüber entscheidet, ob du vielleicht auch bald ein Soapstar werden kannst. Silke Klug-Bader. Silke ist diejenige, die Kathy und Simon entdeckt hat. Wie liefen das ab, Silke? Bei Kathy war das so, dass wir ein großes Casting gemacht haben für Mädels zwischen 15 und 17. Jetix, dein Abenteuer beginnt. Und da war Kathy dabei, Gott sei Dank. Und Simon ist ja inzwischen auch schon ein altes Gesicht bei euch. Ja. Das ist wahr. Den haben wir damals aus Berlin geholt. Der ging auch noch in die Schule. Und haben ihn erstmal als Episodenrolle eingesetzt. Und so sukzessive ist daraus eine Hauptrolle geworden. Wenn man bei euch auch mitspielen will, dann braucht man natürlich einerseits Talent, andererseits Glück, aber zum Dritten auch gute Bewerbungsunterlagen. Wie sollte denn sowas aussehen? Da sollte man einen Lebenslauf haben, dann ein paar Fotos und wenn man schon was gemacht hat, sei es Theater oder Film, Fernsehen, dann auch ein Demoband. Das ist uns am liebsten, weil dann sieht man schon, was da ist. Wenn ich einen nordischen Typen haben will, dann wird er sicherlich nicht dunkel sein und südländisch ausschauen, sondern dann brauche ich halt was Blondes, vielleicht mit blauen Augen, ne? So wie Tim. Und dann kommt es auch noch darauf an, soll es jetzt jemand ganz Sportliches sein zum Beispiel, vielleicht muss er auch Basketball spielen können oder so, dann sollte er auch ziemlich groß sein. Und je nachdem, das steht alles in diesem Rollenprofil drin. Das Gute daran ist nämlich, dass man, wenn man dann nicht gecastet worden ist, das immer auch drauf schieben kann, ach, ich habe ja einfach nicht zum Rollenprofil gepasst. Das habe ich auch so gemacht. Ich habe mich nämlich vergangenes Jahr bei der Silke auch für Sturm der Liebe beworben, aber ich war einfach zu jung oder so. Nein, zu blond, weil wir haben ja da ganz viel Dunkle. Okay, Silke, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bis bald. Tschüss. Heute sind wir in München unterwegs. Wir, das sind? Sabi. Und? Dani. Außerdem sind wir mit Kathy Jungbauer verabredet beim Friseur. Deswegen gehen wir schon mal rein, oder? Ja. Wenn dir warm ist, du kannst die Jacke ruhig ausziehen. Mitkommen. Na, schön hier. Hallo, grüß dich. Hi. Darf ich vorstellen, Kathy? Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Worauf hast du so Lust? Och du, alles Mögliche. Meine Haare sind ja schon schick, aber... Naja, eigentlich bin ich heute gar nicht geschminkt. Ich bin also praktisch Naturtyp und würde mich freuen, wenn ihr so ein bisschen was aus mir zaubern könntet. Okay, da lassen wir uns was einfallen, oder? Ja. Natürlich mit der Hilfe von den Fachleuten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei mir ran. Oh Gott, drei Mädels. Wer weiß, was dabei rauskommt. Dranbleiben, Jetix, dein Abenteuer beginnt. Ah, da ist ja der Alex. Hallo. Grüß dich. Hallo, gut, dass du kommst. Hallo. Grüß dich. Denn sonst sehe ich gleich so aus wie der Goleo. Sieht das, was hat sie denn da gemacht? Sieht es schon gut aus? Kriegen wir schon so hin, ja, bestimmt. Okay. Wenn du mal Platz nehmen magst. Ja, gerne. Alex, was hast du so für Wohlfühlbehandlungen im Programm? Schauen wir, wir werden das jetzt zuerst mal ein bisschen schauen, wie die Haare so sind von der Struktur, was wir damit machen können, ein bisschen hochstecken. Schauen wir auch ein bisschen Make-up machen. Ihr habt ja das Motto Style like a Movie Star. Und ein Serienstar sitzt ja jetzt hier, deswegen passt es ja ganz gut. Aber ich glaube, Kathy, du hättest auch gern ein bisschen was im Gesicht. Ja, ein bisschen Farbe. Weil ich habe mich heute so gar nicht geschminkt und ich bin wirklich... Ich finde, du siehst so toll aus. Ja. Leo, komm mal her. Was können wir mit dem noch anstellen? Vielleicht an der Mähne ein paar Locken reinmachen. Locken wären gut, oder? Was denkst du? Die Haare hochstylen. Hochstylen? Als ob er in die Steckdose gelangt hätte? Ihr könnt ja schon mal anfangen. Ja. Oder was sagt die Fachfrau dazu? Ja, ich da ein bisschen, wie gesagt, vielleicht mit Spray, aber nicht zu viel. Einfach da, weil die Haare sind eh porös, die kann man eh selber in Form bringen. Oder Kathy, hättest du noch einen Tipp, was dem Goleo stehen würde? Ein paar Spangen, oder? Ein paar bunte Spangen und vielleicht mal ein Kleidchen, dass er mal von dem Fußballtrikot wegkommt. Ich meine, ich bin ja super Fußballfan. Ein Kleidchen, meinst du? Glaubst du nicht, dass es ein Junge ist? Ein Fußballkleidchen. Okay. Stehst du auf so Jungs mit so Mähnen? Ja. Kathy Jungbauer. Kann ich eine Unterschrift haben? Ist das okay? Klar. Kathy unterschreibt jetzt extra für dich unser Jetix-T-Shirt, das du natürlich gewinnen kannst, wenn du einfach www.jetixtv.de/timtrifft anklickst. Außerdem gibt es weitere total tolle Preise, zum Beispiel den Hacky-Sack, den Simon schon unterschrieben hat, oder aber auch unseren Freund, den Goleo. Viel Glück. Dein Abenteuer beginnt. Bei mir wird gerade eine Maniküre von Jacqueline
durchgeführt. Außerdem sind hier noch die Dani und die Sabi und ihr habt Fragen an die Kathy. Hast du überhaupt noch Zeit für deine Freunde? Ja, das ist schon am Wochenende. Aber es ist schon sehr... Also mein Job beansprucht nicht sehr viel Zeit. Warst du vorher schon Marienhof-Fan? Ja, total. Ich oute mich. Also ich hab's geguckt. Wie war das denn dann, als du die Leute, die du aus dem Fernsehen schon kanntest, dann zum ersten Mal so direkt neben dir stehen hattest? Ja, das war sehr interessant, weil die Fans, die ich dann nachher getroffen habe, also auf Fantagen oder so, die dann zu mir gesagt haben, es ist so lustig, neben seinem Star zu stehen, das war schon interessant, weil ich habe mich in denen wiedergesehen, weil ich ja damals auch, bevor ich das Casting hatte, Marienhof geguckt habe und auf einmal stand ich so mittendrin und es war gewöhnungsbedürftig. Hinter mir wird es allmählich eng. Warum bist du schon auf dem Schoß? Weil ich jetzt auch bald dran bin. Und der Goleo will anscheinend auch dran kommen und die arme Kathy muss drunter leiden. Ist das okay für dich? Natürlich ist es okay. Ich glaube, du hast auch Brüder. Ja, 4 Stück. 4 Stück, na dann bist du sowas gewohnt. Wir wissen nicht, ob die Brüder auch noch vorbeikommen. Auf jeden Fall dauert unser Verwöhn-Nachmittag noch an. Leider ist die Sendezeit vorbei, deswegen sage ich ciao, bis bald und bis zum nächsten Mal. Jetix, dein Abenteuer beginnt.